Kaum gealtert. Der durch Stromberg bekannt gewordene Oliver Vnuk macht seit 2 Jahrzehnten vor der Kamera eine gute Figur. So hot sah der Schauspieler vor über 20 Jahren aus. Vnuk ist aus vielen verschiedenen deutschen Filmen und Serien wie zum Beispiel Stromberg mit Christoph Maria Herbst oder Der Schuh des Manitou bekannt. Bereits in jungen Jahren vor der Kamera und außerhalb des Filmsets war er ein ziemlicher Hingucker, wie man bei dem Horrorfilm Anatomie aus 2000 sehen kann. In den 2000ern war er unter anderem auch in der ARD-Krimiserie K3 Kripo Hamburg mit dunkler Haarpracht und schickem Anzug zu sehen. 2003 stand er mit den deutschen Filmbekanntheiten Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner vor der Kamera für den Film Soloalbum. Ob 2000 oder 2000